Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Ja, wir sind eigentlich fast fertig. Also ich würde jetzt, wie letzte Runde schon gesagt, die beiden noch platt machen, also die Kanuten platt machen und Massilia platt machen. Es ist echt lustig, dass Massilia jetzt hier unten ist und also Völkerwanderung. Gut, dann machen wir natürlich die Nasamon noch platt und die Nabatäer. Und das war's dann auch schon. Also, ja. Noch eine Runde, würde ich sagen. Also keine Spielrunde, sondern, ne? Ich meinte natürlich Folgen. Noch eine Folge. Und dann, das war's, eine oder zwei Folgen. Nehmt diesen Zuschuss an. Unsere Schatzkammern laufen über. Mein Herr wünscht eurem Volk Geld zu geben. Bitte nehmt dieses Zeichen unserer Freundschaft an. Ha, das würden die sogar machen. Okay. Na gut, dann Nabatea ist fertig. Herrlichkeit und Großartigkeit haben immer ihren Preis. Aus diesem Grund muss unser Preis ein hoher sein. Ja, aber trotzdem nicht. Die haben mich zu sehr genervt. Ja, wobei, nee, genervt haben sie mich nicht. Die waren schon gute Gegner. Wenn ich jetzt diese Runde nicht schaffe, die anzugreifen, und die dann nochmal versuchen, mit mir Frieden zu schließen, werde ich annehmen. Weil, ja, es waren schon gute Gegner. Das stimmt. Das stimmt schon. Aha. Nee, das kann ich nicht gewinnen. Ah, wo ist das jetzt? Flevum. Ah, okay. Das wird dann nochmal blöd wegen den Flotten. Da muss ich ja schauen, dass ich hier halt eine Flotte aufbaue. Ach du Blödmann. Eine Flotte aufbaue und die Flotten von Mittelmeer hochhol. Wendet euch an eure Götter und betet, denn nur von das habe ich mir gedacht. Der ist ein bisschen krank, oder? Ich meine, der hat ein Dorf oder eine Stadt und legt sich mit jemandem an, der... Ja, viel Spaß mit Dura. Ich komme gleich vorbei. Ja, Media. Lass ich drinnen. So hat der eigentlich nicht. Ist nicht dazugekommen. Vielleicht war er ein Gewaltmarsch, kann ja sein. Alter, wie. Die Nasamon-Sinne wirklich. Machen gute Guerilla-Taktiken hier. Die rechte Faust. Alexanders braucht einen neuen Typen. Korruption ist halt blöd. Der da ist gut. Einsatz von Söldnern? Nee. Fang erhöht, Umsturz, Feind verwundet, natürlicher Tod. Militärstörung. Das nervt extrem. Die sind alle so gut. Ach.
Uiuiui. Hier kann ich ja viel Belagerung bauen. So. Gut. Dann genau greife ich hier mal an. Wie viel sagt er denn? 87, ja, 87 ist eigentlich wirklich in Ordnung. Ja. Also wenn es unter 80 gewesen wäre, dann hätte ich es selber gespielt. Aber ja. 87 ist eigentlich gut genug. So, dann bekommst du mal für deine Kavallerie was. Du bekommst auch was. Bewegungsreichweite ist immer super. Ah. Das sind mal. Das sind jetzt. Hä? Woher kommen die? Ah, das hat er wieder erobert, okay. Na, was machst du da? Was macht ihr da? Okay, der ist auch frei. Der marschiert jetzt auch mal hoch. Die beiden tuckern mal nach da. So. Dann Alexanders Fuß zermatscht die. Alexanders Fuß ist Level Up. Mit Speer natürlich. Und dann gehe ich wieder hoch. So. Du gehst hier hin. Wirst auch noch hochgelevelt. Und zwar. Ja, Einheit ist gut. Gut. Ich komme sogar hier hin. Das ist gut. So. Tja, Nasomanen, ihr seid jetzt ganz allein. Oder habt nur noch eine kleine Stadt? Hättet ihr euch das zweimal überlegt, wäre es vielleicht anders gekommen. So. Dann. Ah, genau. Ich wusste doch, dass ich was vergessen habe. Dann mache ich das da. Ups. 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 Das da und ein Tempel. Das da. Und das da. Und das da. So. Jetzt ist alles hochgelevelt, aufgelevelt. Und bis zum Rand der Welt bekommt auch was. Und war die Reichweite. Söhne Ares bekommen nichts und nächste Runde. Gut. Whip. Ah, ich habe vergessen, die Karte zu sagen. Aha. Das ist doof. Das ist dumm. Ich wollte eigentlich die Karte zeigen. Ich muss mich daran gewöhnen, halt immer die Karte zu zeigen. Weil ich will am Schluss
Also wenn ihr die anderen fertigen Kampagnen schon gesehen habt, am Schluss habe ich ja immer so ein, ja, hat die Armeen gezeigt, wie lange die im Dienst sind und so weiter. Also habe so einen Zusammenschnitt gemacht. Und jetzt wollte ich das so machen, dass ich auch im Hintergrund quasi die ganze Kampagne quasi zusammengeschnitten habe. Also willst du mal aufhören? Wollt ihr beide mal die Klappe halten hier? Meine Güte. Genau. Dass ich halt die Weltkarte zeige und dann halt immer. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold. Ja, okay. Und dann halt zeigen, wie ich alles erobert habe. Naja. So. Das habe ich eigentlich jetzt für letzte Runde vergessen. Wenn ich jage, suche ich eine Herausforderung. Wenn ich spreche, suche ich ehrliche Antworten. Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und benötigen wir nicht. Dann können wir gerechte Worte wechseln. Ja, dann nicht. Dann mache ich halt euch platt. Wieso habe ich da nur 3? Ja, weil ich es gerade erobert habe. Oder? Nee. Hä? Ah, verdammt. Das wäre richtig cool gewesen, wenn ich hätte zeigen können, wie ich halt das erobert habe und dann eroberte er es zurück. Das ist viel spannender als jetzt so rum. Aber okay, vielleicht habe ich ja das auch zeigen können. Naja. Naja, das sehen wir dann. Also ich habe mit dem jetzt nicht Frieden geschlossen. Weil er noch sehr gute Armeen hat. So. So, dann hole ich mir das da. Warte, ich will mal kurz nochmal schauen. Sabotiert. Okay, das ist egal. Umsturz. Das ist wurscht. Militärisch. Sitzen. Also er hat da jetzt 3 Einheiten. Okay. Aber an sich macht das ja nichts aus. Doch, weil ich hier nichts hab. Dann gehe ich hier hoch. Und du versuch mal, die ein bisschen. Wieso kann ich das nicht machen? Mal schauen. Okay, kannst du das machen? Ja. Okay, das ist so eine Tante, okay. Da kann ich es noch verstehen, dass das nicht geklappt hat. Das ist in Ordnung. Ja, ist mir gerade aufgefallen. So. Dann hier.
Neue Aufschwung. So. Genau, hier wollte ich weiter. Also das wieder zurückerobern. Aber das wird, glaube ich, eh gerade zurückerobert. So ist da. Ja, dann geh halt wieder zu. Oh wow. Wow. Das ist immer wunderbar, wenn das so einen Bug hat. Naja. Nervi, nervi, nervi. Dum, dum, dum. So. Dann hole ich mal die Armeen wieder nach oben. So. Jetzt habe ich es geplündert, ich Idiot. Ja. Du gehst hier hin. Sieht doch alles schon mal richtig gut aus. Was mache ich mit dem da oben? Erstmal befördern. Du bekommst das da. Geheimaktion aktiviert. Chance auf Kinder. Du hast noch keine, ne? Keine Frau. Wie weit kommst du denn ohne? Ja, das reicht. Gut, dann verheirate ich dich mal. So, du bekommst das da und eine Frau. Dann, ihr seid verheiratet. Du bekommst das da und bekommst eine Frau. Du bekommst das da. Und deine Frau tut mir echt leid. Ah, du bekommst keine, okay. Und du bekommst das da und eine Frau. Verdammt. Gravitas-Kosten. Dann nochmal. Und dann nächste Runde. Ja. So. Das war's gerade schon. Also das da wird wahrscheinlich von Athen jetzt eingenommen. Das da von den... von der Germanischen Konföderation. Und dann schauen wir mal. Ah, Massilia habe ich vergessen. Verdammt. Dammit. Okay. Warum geht er jetzt komplett zurück? Ja, Nabatea ist ja jetzt friedlich. Ah, Mann. Gehen denn die hin? Nur die Größten wagen es, mit ihren Feinden über Frieden zu sprechen. Nur die Schwachen. Mhm. Sehe ich nicht. So, also, Mein Herr wünscht eure Gold Geld. Mein Angebot wurde kompliziert.
und mit großer Sorgfalt erstellt. Nee. Also Nasamon schon eher als Medea. Weil Medea hat einfach so angegriffen. Und Nasamon haben jetzt eigentlich auch nichts mehr, was sie, wo, also womit sie verteidigen können. So, gescheitertes Ding, das ist gut. Rang erhöht. Umsturz. Garnison ist egal, Tochter wird. Das ist so nervig. Aber bald ist er weg. Bald ist er weg. Nein, ich will die Armee. Und die geht dahin. Und die Armee geht dahin. So. Und du machst die jetzt platt. 90, ja. 90 passt. Rang 7. Ja, okay, die haben auch jede Menge schon gesehen. Ja, Veteranenarmee mache ich. Die Elefanten wären beinahe gestorben. So, dann gehe ich mal hier hoch. Und mit denen gehe ich jetzt Richtung seinem Ende. Nein. Genau, Athen hat das erobert. Dann gehe ich mal Richtung oben. Falls die irgendwas wollen. So, dann hier unten hole ich mir jetzt das, was ich vergessen habe. Die Vorhut ist jetzt auch schon Level 3. Das ist gut. Das ist ein Philosoph. Ja, hier das da. Gut. Ich weiß gerade nicht, wohin der will. Weiß ich gerade echt nicht. So. Hier. Über 80 ist eigentlich immer so, wo man sich denkt, so ja, das kann ich machen. So, ja, dann mache ich mal eine Autorität und ich weiß nicht, was der noch hier hat. Weil an sich. Warte, ich gehe mit dem mal dahin. Mit dem gehe ich mal nach da. An sich hatte er, glaube ich, nur eine Armee und die habe ich gerade vernichtet. Okay. So an sich, ja, sind hier noch zwei kleine rote Armeen und hier noch ein paar andere. Aber sonst sieht's ganz in Ordnung aus. Ja.
Gut. Ja, was also viel zu erzählen gibt es da jetzt auch nicht. Weil, also wir versuchen jetzt einfach nur die letzten Feinde fertig zu machen. Herrlichkeit und Großartigkeit. Und ja, das war's. Also der Bater ist fertig. Sind jetzt unsere Verbündeten. Was Massilia noch. Also, der kann eigentlich nichts mehr machen. Also, der könnte Tingis vielleicht übernehmen, aber wenn er das macht, ist er tot. Wenn er nichts macht, ist er auch tot. Also, ja, er kann nichts mehr machen. Die Kanuten können auch nichts mehr machen. Die sind jetzt auch durch. Der Einzige, der mir jetzt noch ein bisschen nerven kann, sind die Nasamon und Ikena. Sonst ist alles in Ordnung. Ja, Nasamon haben hier eine Fullstack-Armee, aber ja, wurscht. So, Bündnis gebrochen. Sparta und Massilia waren verbündet. Sabotiert, Forschung abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir alle Forschungen, die es gibt. Das ist natürlich auch super. Ich glaube, dich schicke ich wieder nach unten, damit wir Massilia jetzt jagen können. Hier öffentliche Ordnung, ein bisschen pushen. Hier das da, ein bisschen das da, das da, das da. Ist ja alles jetzt eigentlich wurschti. Dahinter halt. Okay. Du holst dir jetzt die da. Die sind auch im Gewaltmarsch, also auch Hinterhalt. Ach komm. Achso, okay. Bekommt er hin. Bekommt da alles hin. Das ist wunderbar. Bonus auf öffentliche Ordnung. Okay. Ja, warum denn nicht? 16 vor Christus. Wie sehen denn die mich gerade? Die mögen mich auch überhaupt nicht. Ach, das sind die von da oben. Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und ich stimme und meines Volkes Willen zu. Wenn diese Entscheidung einen Fehler enthält. Nein, nein, bei den Göttern nein! Eines Tages findet euer Holzschädel bessere Verwendung als Trinkbecher. Wieso habe ich mit denen jetzt Handel angefangen? Ach. Na ja, egal. So, jetzt muss ich den auch noch jagen. So. Dann würde ich eigentlich sagen, dass wir jetzt die 6 Schiffe bauen. Und dann fertig sind. Verdammt. So. Ich glaube, das zählt auch, oder? So, die bekommt noch was. Die bekommt auch noch was.
schön immer hochleveln. Alexanders Vermächtnis. Und Söhne des Ares bekommt nichts mehr. Du bekommst aber noch was. Ah, verdammt, stimmt. Den muss ich ja noch erobern hier. Verdammt. Verdammt, den muss ich ja... Stimmt, oh Mann. Ja, wobei, das kann ich ja jetzt machen. Okay. Dann ist er jetzt weg. Media ist Geschichte. Gut. Ich glaube, ja, das war's dann. Dann nochmal letzte Runde. Und ich bedanke mich sehr herzlich beim Zuschauen zu dem fetten Let's Play. Und ja. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall, war ja der Anfang so auch historisch gesehen richtig mit Alexander den Großen. Und jetzt ist es ja, wie Alexander quasi hätte werden können. Wobei es relativ unwahrscheinlich ist, dass jemand jemals so groß werden hätte können. Also ein alten Maßstäben. Also das persische Reich war ja auch super groß und dann Alexanders Reich war ja noch größer und dann ja, also das römische Reich war glaube ich da am größten und dann kam danach das hunnische Reich. Das war ja noch größer. Aber ja, das, die Hunnen waren ja nicht, also die waren ja Nomaden, also die haben ja nur erobert und das war's dann. Also die haben nicht versucht, ihre Politik reinzuführen und so weiter. Genau, edler Tod. Ah, okay. Oh nein, wieso ist da jetzt Video beenden? Das ist ja nervig. Sorry. Aber ich finde es sehr schön, dass, also gerade beim letzten, bei der letzten Szene hat man ja das, den Tempel gesehen und dass die ganzen Statuen da bunt waren. Das finde ich cool, dass die das schon, also dass sie das damals schon eingeführt haben, beziehungsweise gezeigt haben, dass es halt wirklich so war, dass es nicht alles weiß war, sondern farbig. Genau. Gut. Verlorene Siedlungen habe ich ein paar. Eroberte Siedlungen habe ich fast doppelt so viel. Ja, Technologien habe ich alles. Angetroffene Fraktionen auch alle. Ja. Streitkräfte aufgestellt, 37, aktuelle 19. Getötete Generäle, 0. Ja, an sich habe ich ja einige getötet, aber in der Schlacht einfach und nicht als Aktion. Verlorene Generäle, 120. Ah, wow. Konflikte, Gefechte. Ausgetragen 600, selbst geführt 200. 200 haben wir selbst geführt. Wow. Okay, das ist krass.
absolute Niederlagen. 131. Was? Wow. Niederlagen in Hinterhalt. Niederlagen in Siedlungen. Ja, okay, das habe ich wahrscheinlich dann alles nicht gespielt. Also das meiste. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Warte, genau. Ja, Weltherrschaft halt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Oder auch bei den ja, Livestreams von mir, immer montags und donnerstags. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Aushalten. Weil so eine fette Kampagne, ja, zu gewinnen, dauert halt immer ewig. Vor allen Dingen, wenn man es so weit spielt. Also, wir hätten locker 50 Folgen weniger haben können, wenn wir komplett auf Sieg gespielt hätten. Aber genau. Ja, und jetzt kommt gleich das Tribun oder der Tribun. Tribut? Der Tribut, genau, nicht Tribun. Tribut an die Generäle und an die ja, Armeen. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Bye, bye.